Lava Room. Okay, Dorins benutzt das. Dorins benutzt Verbot. Kanna, Schnellfeuerbatterie. Dorins, geh auf Stab, dass du dich ein bisschen verteidigen kannst. Okay, Dorins Selbstheilung. Der kann niemanden mehr umwerfen. Nee. So, ihr beide wechselt wieder auf Nahkampf, Fernkampf. Jetzt hast du doch noch Palegina am Schluss. Ja, also wieder zwei Zauberbücher für dich. Oh, guter großer Schild. Brauchen wir allerdings nicht. Eine gute Mordaxt. Brauchen wir allerdings auch nicht so wirklich. Den Ring wollten wir eigentlich Alof geben. Also Duplikat des Zauberers hast du. So, was habe ich jetzt an... hier. Trank der Macht. Trank Duplikat des Zauberers. Starker Regenerationstrank, den brauchen wir gerade nicht. Geisterschildtrank. Flinke Füße Trank. Oh, Palegina hat noch gar nichts. Kriegt sie erstmal das Bollwerk gegen Elemente. Und dann können wir ihr noch die Tränke geben. Und das hier von mir aus. Und das kann hier rein. So. Das Zepter braucht Palegina nicht mit sich rumschleppen. Oh, erschütternde Fluggeschosse. Und Flammenschild. Das ist sehr nice. Hier haben wir auch noch ein paar Zauber, die Alof lernen kann. Lernen den mal auch noch, so. Sind wir wieder etwas geldlos geworden. So, und dann geht es erstmal nach Ketnur. Wir waren schon lange nicht mehr zu Hause. Wir sind jetzt ein paar Tage durch Trutzbucht. I don't know this castle's history. But I feel confident saying it must have seen better times. Gefolgsmann, Zahltag, insgesamt gezahlt, was?
Also erstmal hat Palegina gemeint. Ich kenne die Geschichten dieser Burg zwar nicht, aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie schon bessere Zeiten gesehen hat. Aber hier steht doch 10 Kupferpfand pro Tag. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na gut. Tagebuch aktualisiert. Ruf an den Hof. Der Bote des Dukes im Palast von Trutzbote ist auf Khet Nuur eingetroffen. Ein Bote des Duke-Palasts wartet in der Herrenhalle von Khet Nuur auf dich. Naja, wenn ich es mir so ansehe, macht Khet Nuur langsam Fortschritte. Jedenfalls sieht unsere Leuchthöhle wieder etwas schöner aus. Und ich würde mal sagen, ich mache mal schon mal manuell beenden. Vor allem Quick Save. Na cool, ich kann hier rasten. Kein Bonus in der Leuchthöhle. Ich kann aber jetzt jederzeit meine Gruppe hier umändern. Möchte ich aber gerade nicht. Ich möchte jetzt erst einmal manuell beenden machen. Ich weiß gar nicht, springen wir jetzt 2 Tage in die Zukunft oder so? Alof, troll mal den Troll. Warum auch immer Kanna wieder in dem im Nahkampf ist. So, der erste ist down. Machen wir gerade mal mit Dampfstrahlen weiter. Navaru, Beyond. Okay, wir können die leider nicht plündern, weil wir gleich rausgeportet werden. Oh. Dietriche und Geld. Mal gucken, was liegt in meiner Truhe.
Duplikat des Zauberers, Musikerfeld und ein bisschen Geld. So, du bringst Nachrichten. Seid gegrüßt, meine Fürst. Ich bringe eine Einbotschaft von Kassler Varin aus Trutzbucht. Er bittet sie, ihn so bald wie möglich im Palast des Dukes aufzusuchen. Ihr Anspruch auf Kate Noah wird von der Familie Gadbin angezweifelt. Graf Batmar hat ein Urteil in der Angelegenheit gefällt, aber sowohl sie als auch Fürst Gadbin müssen anwesend sein. Wer ist Kanzler Varin? Er ist ein Rechtsbeamter von Graf Batmar aus dem Griff. Was weißt du über diesen Fürst Gadbin? Eine alte ätherische Familie, meine ich. Er blickt sich in der Herrenhalle um. Der ehemalige Fürst der Festung, ein entfernter Verwandter von Fürst Gadbin, hat sich im Widerstandskrieg mit der unterlegenen Seite verbündet. Ketnoa gehört mir. Die Familie Gadbin ist anderer Meinung. Da ihr Anspruch nicht auf der Abstammung beruht, ist ein offizielles Urteil vonnöten, um diesen Disput beizulegen. Dann werde ich mich mit ihm treffen. Der Kanzler erwartet sie in der Halle der Urkunden im Palast des Dukes in Urfeuer. Der Bote verneigt sich und schreitet davon. I'm here. Meine Fürstin, Sie haben... My lady, you've received a letter. Delivered with some urgency, as it happens. I thought the messenger might swoon, poor dear. Meine Fürstin, Sie haben einen Brief erhalten. Er scheint von großer Dringlichkeit zu sein. Fast wäre der Bote in Ohnmacht gefallen, der arme Bursche. Er stammt aus... It's from Stalwart. Apparently the mayor, Renengild, has heard of your success here at Cadnua and hopes you can be of aid to her people as well. Er stammt aus Stalwart. Offenbar hat die Bürgermeisterin Renengild von ihrem Erfolg hier auf Cadnua gehört und hofft, dass sie auch ihren Bürgern helfen können. Wo ist Stalwart? Stalwart is located within the mountain range known as the White March, which puts it several days' journey northeast of here. You'll want to wear something warm. Stalwart liegt in dem Gebirge, das man die Weißmark nennt, mehrere Tagesreisen nordöstlich von hier. Sie sollten sich warm anziehen. Der Brief hat einen weiten Weg zurückgelegt. People like you come few and far between. And in this case, I believe Renengild is correct in suggesting that your experiences here may give you an edge. Sie sind nicht jedermann, und in diesem Fall hat Renengild wohl recht, dass sie durch ihre Erfahrung hier im Vorteil sein könnten. It seems she's intent on gaining access to Durgan's battery. And she's offering quite the reward to anyone who can get inside. Offenbar hat sie vor, Durgans Batterie wieder zu öffnen, und sie bietet dem, der hineingelangt, eine große Belohnung. A reward, she says. For getting into the battery. That's a reward of its own, surely. Eine Belohnung, sagt sie, um in die Batterie zu gelangen. Das ist doch gewiss Belohnung genug. Was ist Durgans Batterie? The dwarves of the battery fashioned Durgan's steel, and with it they crafted the finest arms and armor the Deerwood has ever known. But the keep has been abandoned for centuries, and none remain that know their secrets. Die Zwerge der Batterie haben Durgans Stahl geschaffen und daraus die besten Waffen und Rüstungen gefertigt, die es im Dirwald je gegeben hat. Doch die Festung ist seit Jahrhunderten verlassen. Es ist niemand mehr übrig, der ihre Geheimnisse kennt. There are many legends concerning the battery. As the Earl told it, the dwarves fought amongst themselves, each seeking to use the battery to further his or her own ambitions. Es ranken sich viele Legenden um die Batterie. Der Graf berichtete, dass es zu einem Streit zwischen den Zwergen kam, weil jeder die Batterie für seine eigenen Zwecke nutzen wollte. Greed and cruelty brought down the battery, and now the spirits of those same dwarves roam the halls. Gier und Grausamkeit haben die Batterie zu Fall gebracht, und nun spuken die Geister eben jener Zwerge durch die Hallen. Whatever happened, the battery has been impenetrable ever since. A shame. I don't doubt that there are great treasures still within those halls. Was auch geschehen ist, seitdem ist die Batterie nicht mehr zu öffnen. Ein Jammer, ich bin sicher, dass noch immer gewaltige Schätze in diesen Hallen schlummern. Vielleicht statte ich Stalwart einen Besuch ab. Die wunderbare Batterie sind sicher ein ganz erstaunlicher Anblick, aber wenn die Pässe durch die Weißmark wieder offen wären, wäre das ein Segen für die Händler in den Republiken und im Dürrwald natürlich.
I should mention that among those rumored to have answered Renningild's summons is a certain group I believe you may have an interest in. Ich sollte noch erwähnen, dass auf Renningilds Ruf offenbar auch eine bestimmte Gruppe geantwortet hat, an der sie möglicherweise ein Interesse haben könnten. Followers of Whittaker, intent on reaching Stalwart and the Battery. I do not know what they seek there, but I thought it worth mentioning, given your interest in the ruins at Defiance Bay. Anhänger Voetikas, die Stalwart und die Batterie erreichen wollen. Ich weiß nicht, was sie dort suchen, aber ich wollte es erwähnt haben, nachdem sie so an den Ruinen in Trutzbucht interessiert waren. Now that I've delivered Renningild's message, there is also a local matter of some concern, my lady. Nun, da ich Renningilds Nachricht überbracht habe, muss ich Ihnen auch noch von einer örtlichen Angelegenheit berichten, meine Fürstin.